Jetzt ist es also wieder soweit. Die Linke und auch die ÖVP-Schmutzkübel-Truppe rückt wieder mal aus, um das Sommerloch zu befüllen. Gestern schon in der Kronenzeitung zu lesen, heute in unserem als jetzt wertgeschätzten Leitmedium, dem Zwangsgebührenkassierer ORF, zu hören. Also der Herr Pollack von SOS Mitmensch hat festgestellt, dass die FPÖ durchgehend rechtsextrem ist. Man hätte also über 200 Kontakte zu Rechtsextremisten gepflegt und das alles ist eine riesengroße Katastrophe und hat sogar eine Studie dazu gemacht. Da muss man natürlich schon eines dazu sagen. Der Herr Pollack ist derjenige, wo ich gar nicht weiß, wen der eigentlich vertritt. Ich glaube, der ist sein eigener Obmann. Zumindest habe ich ihn bis jetzt immer nur alleine auftreten gesehen und der dürfte ganz offensichtlich wirklich eine schwere Besessenheit in sich tragen, denn der sieht überall Nazis und Rechtsextremisten. Das ist einmal ganz klar herauszustreichen. Jetzt hat er also eine sogenannte Studie diesbezüglich präsentiert und diese Studie beinhaltet also über 200 Kontakte zu bösen Rechten. Wenn man sich diese Studie genauer ansieht, dann kann man dem mal jegliche Wissenschaftlichkeit aberkennen. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mich durch dieses Pamphlet durchgequält auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es nichts anderes als ein Zusammenkopieren seiner letzten Presseaussendungen, wobei man sagen muss, dass zwischen 2019 und bis zum Antreten von Herbert Kickl als Bundesparteiobmann der FPÖ eher mau recherchiert hat. Da gibt es irgendwie so etwas wie eine Lücke, zumindest ist das alles nicht konsistent. Aber gehen wir doch einmal auf den Extremismusbegriff ein. Der Extremismusbegriff beinhaltet zumindest nach der politikwissenschaftlichen, wenn man da von Wissenschaft sprechen kann, aber nach der politikwissenschaftlichen Definition, dass man unter Einsetzung von Gewalt bereit ist, seine politischen Ziele durchzusetzen. Also ganz ehrlich, all diese Medien, die hier durch den Kakao gezogen werden, die sind mir bis jetzt nicht dadurch aufgefallen, dass sie enorm gewaltbereit wären. Im Gegensatz zum Beispiel von einem Kameramann von Puls 4, der einem mit der Linse bis ins Gesicht hineinfilmt. Das ist das eine. Die nächste Geschichte ist, dass man einfach wieder mal einen völlig falschen Begriff aufstellt und sagt, dass auch Burschenschaften rechtsextrem werden. Auch das stimmt nicht. Burschenschaften sind nach dem österreichischen Vereinsgesetz zugelassen. Es hat hier überhaupt keinen Grund gegeben, hier Rechtsextremismus zu vermuten und hineinzuinterpretieren und schon gar nicht Gewaltbereitschaft. Das muss man auch einmal ganz klar sagen. Also man rotzt hier einfach unbescholtene Vereine an und damit auch alle seine Mitglieder. Der nächste Bereich, der angesprochen worden ist, das sind die Identitären. Auch hier ist mir nicht bekannt, dass es hier entsprechende gerichtliche Auseinandersetzungen gegeben hätte. Das heißt, also, der Herr Pollack muss eigentlich aufpassen, dass er mit seinen Dreckwürfen, die ja tagtäglich da stattfinden, sich nicht selbst am meisten beschmutzt und nicht vielleicht auch irgendwann einmal ein gerichtliches Nachspiel erleiden muss. Aber vielleicht nochmal zurück zum Rechtsextremismus per se. Auch das interessant, denn in Österreich weiß jeder spätestens nach dieser denkwürdigen Rede von Werner Kogler im Parlament, dass jeder dritte Österreicher zumindest, also all jene, die sich gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen zur Wehr gesetzt haben, dass die also auch alle rechtsextrem sind. Zumindest wurden sie vom Vizekanzler Kogler als solche bezeichnet. Man sieht also schon eines, diese Suppe ist sehr, sehr dünn und vor allem ist man auf einem anderen Auge blind. Denn man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass sich der Herr Pollack auf den Bericht des Innenministeriums, des Staatsschutzes stützt, dass also hier Rechtsextremismus in ganz massiver Art und Weise verortet. Da muss man aber schon eines dazu sagen, dass seit diesem Jahr der Rechtsextremismusbericht ausgelagert worden ist an das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Das wiederum ist ein privater Verein, der maßgeblich von der Stadt Wien und anderen linken Organisationen mitgetragen wird und dem man durchaus auch per Gerichtsurteil bescheinigen kann, dass er pseudowissenschaftlich arbeitet und dass eine kommunistische Tarnorganisation sei. Das sind also die Herrschaften, die einen Rechtsextremismusbericht machen, der dann schlussendlich dazu herangezogen wird, um andere zu Rechtsextremisten zu erklären. Man sieht also schon, dass eine gewisse Kreislaufwirtschaft, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das heißt, auf der einen Seite ermitteln die Kommunisten, wer hier Rechtsextremist ist. Dann kommt der Herr Pollack von SOS Heimat daher. Der kopiert dann irgendwelche Presseaussendungen zusammen, macht ein trauriges Gesicht dazu und verortet überall lauter Nazis. Das ist der springende Punkt. So funktioniert die Republik Österreich noch. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass wir hier
einmal auf der einen Seite das in Ordnung bringen und dass wir vor allem aufhören, damit auf dem linken Auge blind zu sein. Denn es hat ja auch die Anschläge der berühmten Hammerbande gegeben in diesem Zusammenhang. Und das waren Linke, die übrigens blindwütig irgendwelche Menschen ausgewählt hat, deren Gewand ihnen nicht gefallen hat. Und denen hat man dann mit dem Hammer den Schädel eingeschlagen und hat sie sonst noch schwer verletzt. Natürlich alles in Mordabsicht. Und jetzt kommt der springende Punkt. Die Dame, die eine der federführenden Mitglieder der Hammerbande gewesen sein soll und in Ungarn in Haft war, die hat mittlerweile fürs EU-Parlament kandidiert und bekommt dort auch ein Mandat. Ich muss jetzt zugestehen, ich weiß nicht, ob sie schon aus der Haft entlassen worden ist oder nicht, aber jedenfalls ein Mandat wurde ihr zugesprochen. Das heißt also, linke Hammerbanden-Attentäter bekommen EU-Mandate und unbescholtene Bürger werden in Österreich als Rechtsextremisten und Nazis verunglimpft. Schöne neue Welt, aber ja, dafür gibt es ja diesen Kanal und herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wen diese Informationen interessieren, einfach ein Gefällt mir da lassen und ein Abo klicken und wir sehen uns dann morgen wieder.